Hallo, ich bin Sven Schulze, dein Schmerzspezialist. Und in dieser Videoserie zeige ich dir, wie du deine Muskulatur entspannst und deinen Bewegungsumfang erweiterst. Zwei Grundvoraussetzungen für deine schmerzfreie Beweglichkeit im Alltag. Lass uns starten. Deine Brustmuskulatur ist, wenn du viel sitzt, dadurch, dass die Schulterköpfe im Sitzen sehr weit nach vorne gehen, verkürzt, beziehungsweise richtiger wäre dehnungsintolerant. Also die Brustmuskulatur ist weit zusammengezogen zum Brustbein hin. Das kannst du aufdehnen mit folgender relativ klassischen Übung. In der Varianz jetzt nimmst du deinen linken Arm, bildest 90 Grad zum Körper, von Arm zum Körper und 90 Grad im Ellenbogen ungefähr und gehst damit an eine Wand oder in einen Türrahmen und hebelst jetzt quasi die Brustmuskulatur etwas auseinander. Das heißt, du bringst die Vorderseite deines Arms etwas weiter weg von deinem Körper, so dass du in der Brustmuskulatur, in dem Falle jetzt in der linken Seite, eine Dehnung spürst. Wie bei jeder anderen Dehnung, 25, 30 Sekunden oder länger. Wenn du länger halten kannst, kannst du es auch länger halten. In der Dehnung drin bleiben. Versuch nicht alles andere zu verkrampfen, sondern recht alles andere locker zu lassen. Ganz in Ruhe zu atmen, die Dehnung so ein bisschen zu spüren und komm auch wieder sehr langsam am Ende aus dieser Dehnung raus. Und machst es dann auf der anderen Seite. Wie jede andere Dehnung und Mobilisation, desto häufiger du es machst, desto besser ist es. Desto mehr kriegst du das Gewebe wirklich gelockert. So, und jetzt bist du dran. Viel Spaß beim Üben.